Die PET-Ballen mit vorsortierten Flaschen werden von ihrer Verdrahtung befreit und kommen auf ein Förderband. Nun werden noch die kleinsten metallischen Verunreinigungen aussortiert. Anschließend werden die Etiketten abgelöst. Ein überdimensionaler Staubsauger entfernt Etiketten und andere äußere Verschmutzungen von den Flaschen. Danach werden sie in der Mühle zu winzigen Stücken, sogenannten Flakes, zerkleinert. Die Flakes werden chemisch gewaschen und landen anschließend in einem Wasserbecken. Erst hier werden die Deckel von der Flasche getrennt. Die Deckel, die aus einem anderen Kunststoff, nämlich PE, bestehen, schwimmen oben auf. PET ist schwerer als Wasser und sinkt auf den Grund. Ein weiterer Spülvorgang und die anschließende Trocknung bilden den Abschluss. Nun haben die Flakes einen Reinheitsgrad, der im Nicht-Lebensmittelbereich genügt. Allerdings nicht für neue Getränkeflaschen. Daher wird jedes einzelne Flake ein weiteres Mal geprüft und letzte Fremdstoffe entfernt. Erst dann ist die Reinheit der PET-Flakes bei nahezu 100%. Nun werden sie eingeschmolzen und zu Granulat geformt. Das Granulat wird kristallisiert und letzte Verunreinigungen entfernt. Trotzdem wird das Granulat nun noch im Solid-Stater über mehrere Stunden erhitzt, sodass sich eventuell verbliebene, nicht erwünschte Stoffe verflüchtigen. So werden die Reinheit und Qualität maximal optimiert und eine Feinjustierung der Rezyklateigenschaften vorgenommen. Erst jetzt entspricht das Recycling-Pad den strengen Vorschriften des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit. Nun wird das Granulat in ein neues System eingespeist, in dem die sogenannten Preforms entstehen. Dazu wird es eingeschmolzen und je nach Farbe und späterer Flaschengröße zu den jeweiligen Preforms gepresst. Die Preforms sind wesentlich kleiner als die endgültigen PET-Flaschen und können so günstiger und umweltfreundlicher transportiert und weiterverarbeitet werden. Nach der Formung werden sie in große Gitterboxen verpackt, zwischengelagert und später an die Getränkehersteller ausgeliefert.